Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie ganz herzlich am heutigen Sonntag quasi Modo Geniti. Wir hoffen, Sie hatten trotz allem schöne und gesegnete Ostern und haben auch unseren Gemeindebrief zu Ostern erhalten. Ostern ist das wichtigste christliche Fest. Jesus ist auferstanden, Jesus hat die Macht des Todes überwunden. Der Tod hat nicht das letzte Wort, etwas ganz Neues beginnt. Wir können alles Lebendige als eine Einheit empfinden, die mit uns verbunden ist. Deswegen feiern wir diesen Gottesdienst auch hier heute draußen an unserem Schloss, an dem Grinerigsee, weil die Natur, so wie Jesus Christus, zu neuem Leben erweckt. Deswegen trage ich auch dieses kleine Mikrofon im Ohr. Ich freue mich sehr, dass wir auch heute wieder dank der sozialen Medien zusammen feiern können. Der Alltag bleibt nun hinter uns. Wir wollen einkehren bei Gott. Gott ist da. Gott, der sich uns in Gnade und Barmherzigkeit zuwendet. In seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Wir wollen beten. Gott, wir feiern Ostern, den Sieg des Lebens. Wir freuen uns, dass wir deine Nähe spüren können an allen frohen Tagen. Sei du bei uns, wenn unsere Wege durch Dunkelheit und Schatten führen, und bringe uns zum Licht. Amen. Wir hören die Lesung aus Lukas 24. Am selben Tage gingen zwei Jünger zum Dorf Emmaus, ein Dorf 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Worüber sprecht ihr da miteinander? Wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig stehen. Und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage weiß. Was meint ihr? Fragte Jesus. Das, was mit Jesus aus Nazareth geschehen ist, antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter sei, der Israel befreit. Seither sind nun schon 3 Tage vergangen. Und dann wurden wir heute Morgen auch noch durch einige Frauen sehr beunruhigt, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen. Aber der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Die Frauen kamen zurück und erzählten, ihnen seien Engel erschienen, die sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich alles so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch. Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus und Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Deshalb drängten ihn die Jünger, bleibt doch über Nacht bei uns, es ist spät und wird schon dunkel. So ging er mit ihnen ins Haus. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen.
Sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete, auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Wir hören eine Meditation, Ostern 2020. Zu zweit gehen, mit Abstand und mulmigem Gefühl. Gehen, lange gehen, nichts wissen. Nichts wissen müssen. Die dritte Stimme zwischen uns. Was ist mit euch? Musste es nicht so kommen? So vieles konnte man ahnen. Wer musste dran glauben? Was erscheint dazwischen? Wächst nicht das Rettende mit? Ostern 2021. Ankommen vorläufig. Frisch verwundet. Nicht wie vorher. Die Maske ab. Die Hände ineinander. Erkennen. Brennen. Dann zu den anderen zurückgehen. Liebe Gemeinde, der Weg nach Emmaus. Es gibt so vieles, was mich an diesem Bericht fasziniert. Es ist ein Osterspaziergang, aber kein heiterer Spaziergang. Es ist ein Weg der Trauer und des Versuchens zu verstehen. Es ist die Ungewissheit des Ostermorgens. Es sind Fragen, Zweifel und Ratlosigkeit. Jesus, dem sie vertraut haben, ist tot, gekreuzigt. Es sind müde Schritte mit hängenden Schultern heimwärts. Das neue Leben mit Jesus ist vorüber. Die beiden Männer, die in Jerusalem aufbrechen, sind angesichts der Ereignisse der Tage verwirrt und entsetzt. Mich beeindruckt an dem Bericht, dass Jesus von seinen Leuten auf dem Weg nicht erkannt wird. Hier finde ich mich wieder, wenn ich mich an meine Wege durch Traurigkeiten und Ängste erinnere. Mich tröstet diese Blindheit der Freunde Jesu, weil es mir manchmal genauso geht. Da schaue ich mich angesichts von Leid, Tod und Katastrophe suchend um und frage, wo ist denn nun mein Gott? Dabei ist er längst mit mir unterwegs durch alle Dunkelheiten. Er bleibt bei mir, wenn es Abend wird, und ich hoffe darauf, dass er sich am Ende selbst zu erkennen gibt. Die Jünger erkennen ihn an seinem Tun, als er das Brot bricht, als er Gemeinschaft mit ihnen hat. Das macht ihn aus, das ist sein Erkennungszeichen. Auch wenn er selber einen Auferstehungsleib hat. Die Jünger werden darüber froh. Die Freude und Überraschung setzt sie in Bewegung. Sie können sie nicht für sich behalten. Sie muss weitergesagt werden. Ostern breitet sich aus. Wenn die Männer nun zurückgehen nach Jerusalem zu den anderen Jüngerinnen und Jüngern, so ist es ein munterer Lauf zurück ins Leben, zu einem neuen Anfang. Er lebt, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Die Trauer weicht. Das Leben blüht auf. Es gewinnt neue Perspektive. Die Zukunft liegt wieder offen vor ihnen. Schwierige Zeiten gehören dazu. Aber wenn Jesus uns auf diesem Weg begegnet, wenn Menschen mit uns Wege gehen, dann können sie sich verwandeln und Wege des Trostes und des Neuanfangs werden. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf zu dir und schenke dir Frieden. Amen. Einen gesegneten Sonntag.